von dem Dreck. Ha, geil. Die haben ihren eigenen Teil. Ihr eigenes Ding kaputt gemacht. Der Turm. Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Far Cry 6 auf dem PC. Folge 42, wir machen hier weiter mal so ein bisschen. Ja, so, eine Tastatur hier irgendwie. Ah, perfekt, die zwei Autos da. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hin hier? Ja, klar. Wunderbar. Gönn mir mal hier so eine Karre, ich hab gar keinen Bock drauf jetzt hier. Dreh um und geh weg. Ja. Gibt's hier ein Problem? No. No. Desculpe. So, lass mal in Ruhe hier. Ich fahr. Ich glaube, das soll nicht so. Egal, passt. Komm, ab geht die Post. Yeah. Yeah. Selber dran schuld, Alter. Sage ich dir auch ganz ehrlich. Was soll denn die Scheiße? Das hätte doch super gepasst. Sie weicht schon wieder in genau auf mich zu aus, ne? Richtig geil. Das hier. Oh. Ach so, ja. Na, das ist ja cool und so. Offizienga. Diese Stimme. Die Störer müssen weg. Sie gut aufpassen. Hätte die gerade nicht mal einen Eingang. Okay, dann müssen wir hier wieder ein bisschen was platt machen, schon klar. Und so, das ist gar kein... Ich sehe hier gar keinen. Ach, da. Scharfschütze, was willst du? Oh, das ist gar nicht mal so klein. Oh Gott. Kann ich hier nicht einfach hoch? Also, wäre schon echt eine nette Geschichte, sag ich dir mal. Lass euch mal eure Arbeit da machen. Ich sag mal ganz ehrlich. So, ich muss das Ding deaktivieren. Naja. Wenn es weiter nichts ist, dann kriegen wir das auf jeden Fall mal hier gebacken.
Bisschen looten. Bisschen erkunden. Am Ende erfolgreich sein. Ab hoch. Gucken wir mal, was es da so gibt. Und dann kann Bicho da seine Geschichte machen. Eine Schicht schieben. Ich sollte zuerst den Störsender auf der Schüssel ausschalten. Ja. Ja, Abrechner. Also, muss ich jetzt hier auch noch was machen, oder wie? Offizieller Disziplinarbescheid. Bitte beachten Sie, dass SGT, weiß ich jetzt gar nicht, Jair Bolento von den lokalen FND-Behörden aufgrund widerrechtlicher Nutzung des Stromnetzes sanktioniert wurde. Er nutzte den Strom, um bei mehreren Gelegenheiten das Flutlicht einzuschalten, damit seine Untergebenen auch nach der nächtlichen Schließung der Anlage Fußball spielen und Alkohol trinken konnten. Aufgrund der Schwere der Tat wird Bolento auf den Rang eines Cabo zurückgestuft und zu einer Flugabwehranlage versetzt. Cabo Carlo Messina wird aufgrund seiner unter Beweis gestellten Führungsqualitäten und seines Beitrags zu diesem Disziplinarverfahren in Form wichtiger Informationen in den Rang eines Sargento befördert. Fortan wird er die Rolle des kommandierenden Offiziers der Relaisstation am Taino-Gipfel übernehmen. Captain Alberto Gomez nach Diktat verreist. Aha, so, warte mal, da ist sie, ne? Jetzt habt ihr gleich ein richtiges Problem. Ja, komm. Hey, das ist nicht unbedingt nett von dir. Ja, und er kriegt's auch noch hin, ne? Ich flipp aus! Ey, ich wollte nicht diese Leiter hochgehen. Ich wollte hinten rumrennen. Ah, ja. Ja, und ich hab den aber auch gar nicht gesehen. Naja, was denn? Ja, sagt er, ich muss alles von vorne, ne? Ja, hätte ich, ja. Ist ja OP, Alter. Wo ist mein Raketenwerfer, wenn ich eine brauche? Lad doch mal jetzt hier. Ist doch nicht so, dass da hier wirklich aufwendig ist, das Game. Gibt's Games, die laden in einem Achtel der Zeit. Junge, will er mir erzählen, er ist jetzt hier gerade bei 30%? Alter, ist das belastend. Und das auf einer SSD. Da will ich gar nicht wissen, wie es bei der HDD aussieht. Da war das erstmal eine Viertelstunde. Kannst du gleich nochmal eine Serie auf Netflix zu Ende gucken. Das Spiel meinst du echt ernst? Wahnsinn. Digga, ich muss wirklich... naja. So, es tut mir leid. Das hilft mir mal weiter. Ah, scheiß drauf, Digga. Ah, ich geh jetzt aber hier irgendwie. Will ich hier hoch? Oh. Stimme. Die Störer müssen weg. Spezialeinheiten. Ja. So, hier war ja erstmal noch nichts.
besondere Ankündigung von El Presidente Anton Castillo. Es gibt Löwen und es gibt Lämmer. Was seid ihr? Ich guck mir das von oben an. Gekonnt hab ich dich. Gar nicht gesehen hier oben. Lol. Lastend. Wollte mir erstmal eine Munition, eine Ladung Schrot in die Fresse, Alter. Naja, so soll es natürlich nicht sein. Nicht leid für den. Oh, hier wollte ich hin. Ach, geil, die haben ihren eigenen Teil. Ihr eigenes Ding kaputt gemacht. Tja, haben es einfach geschafft, ihr eigenes Teil zu zerbomben mit ihren Granatas. Was ist mit dir passiert? Da ist wohl irgendwas schief gelaufen, Mensch. Boah, ja, ich hab jetzt gar keinen Bock hier auf den Scheiß. Ich muss auf den Turm steigen. Ich weiß, ich versuche uns nur gerade hier den Helikopter vor der Nase zu halten. So, erstmal los, beziehungsweise ich werde gleich wahrscheinlich mein Supremo einsetzen und schau Kakao, Alter, sag ich dir auch ganz ehrlich. Ich muss den Schalter am Verstärker umlegen. Oh, es ist grün. Hola, Yara! Willkommen bei Radio Libertad, ein neuer Sender der Libertadsrevolution von unseren Herzen in eure Ohren trägt. Hier gibt's kein wahre und falsche Yarana-Scheiß. Hier gibt es nichts als die Wahrheit und coole Beats. Apropos, Jesenk, Klassiker von Maximas Matanzas, um warm zu werden. Schön. Würde ich sagen, war erfolgreich. Dani, hast du mich gehört? Ja? Hab ich mich gut angehört? Ja. Old School, aber erste Sahne, Bicho. Das wird Talia gefallen. Paolo wird durchdrehen. Hast du es Clara schon erzählt? Nein, weil ich gerade mit dir rede. Genieß den Moment, Bicho. Ich habe die Macht. Scheiß auf Maria. Ich werde Castillo, unser Radio Libertad, in die Fresse donnern. Unsere Musik, Libertads Message. Die Meinungsfreiheit siegt. Viva Libertad! Scheiße, ja, Bicho. Ha! Viva Libertad! Okay. Esta es Radio Verdad, la estación nacional de Yara. Radio Libertad. So, wunderbar. Wir können hier wieder hin. Machen wir doch gleich mal mit der Schnellreise. Mit der Schnellreise. Jawohl. Wenig V-RAM. Digga, geh mir nicht auf den Sack. Ich hab 11 GB V-RAM. Das wird wohl reichen für dieses Spiel hier. Mit dem Lager zu tun hat. Aber wir brauchen echt mehr Hilfe. Hey. Was ist denn hier jetzt nochmal? Ach cool, ach guck mal. Ach so, ja. Naja, das war irgendwie, das, ich habe gar keine Ahnung, was das bringt hier alles. Irgendwie bessere Waffen, Kundschafte mit Aufklärungslaptops, FND-Basen aus, ich habe so viel Kram. Pflichte mehr Rekruten, kaufe. Ich brauche das alles gar nicht. Ich mache das einfach alles alleine. Jagdbroschüren, Ausrüstung. Ja.
Ein geheimes Netzwerk. Ach so, ich muss es erst alles irgendwie. Ach, keine Ahnung, egal. Ja, wofür habe ich das Zeug sonst, Mensch? Gehen wir es doch halt einfach mal aus. Keine Ahnung. Geben wir es mal aus. Jetzt bin ich ja wieder woanders. Nee, brauche ich nicht. Interessiert mich auch gerade nicht. Sieht schon viel besser aus. Ja, geil, oder? Guerilla-Stützpunkt. So, ich kann jetzt nur immer wieder das Kaserne, eine Jagdhütte, Fischerhütte, Angelgebiete, Didos, Unterkünfte, ja. Guerilla-Stützpunkt, was habe ich hier? Besser ausgebildet und so ein Scheiß. Also. Brauche ich irgendwie das auch alles nur nicht. An dir. Und ein bisschen an mir. Nur eine perfekte Show, Paolo. Wichtig ist das Demo. Javier's Cousin bei Free Speech besorgt uns nur S-Vertrag. Ein amerikanischer Plattenvertrag. Wenn das nicht unsere verfickte Rettung ist. Was ist denn los? Wir haben den ersten Auftritt, seit wir aus Esperanza weg sind. Und Paolo stellt sich quer. Wieso? Marquesa wird uns umbringen. Aber ich habe das Logo überall hingemalt. Nein, das habe ich getan. Und ein scheiß Zebra geklaut. Und für diesen Priester gemordet. Ganz klar, ihr tretet auf. Priester? Einen Song. Dann sind wir raus. Oh, mi amor, ich würde so gern ficken, aber wir haben noch was vor. Pack dein scheiß Baby! Dani, ich find's super, dass du so frei die Wahrheit sagst. Was ist, Bicho? Wir müssen Marquesas Propagandaquartier von Soldaten säubern, wenn wir da aufbauen wollen. Und mit wir meine ich dich. Beziehungsweise auch ein bisschen mich. Uns beide. Verstehe. Verbreiten wir die Wahrheit. Wunderbar. Hi, Bro. Sehe ich im Livestream-Chat von... Gott. Krishna Krish. Zungenbrecher des Todes. Hi, zurück, falls du noch unter uns verweilst. Variarana-Programm. Die Villa Marquesa. Cocktail Meet & Greet. Featurette Variarana. Ein paar Worte von unserer großzügigen Gastgeberin Maria Marquesa. Amuse, Butch, Bouquet, Dinner. Das war gerade der Französische, noch nie mehr nicht stärker. Überraschung, Celebrity Gast, tanzen, bis die Sonne aufgeht. Danke, dass ihr Variarana seid, Maria. So. 1390 Meter. Da gehe ich doch glatt mal. Ach, ich kann da nicht hin, oder wie? Das ist mir dann doch. Hoah. Durchgespielt das Game. Bin ich einfach krass oder bin ich einfach krass? Mal ganz ehrlich. Gut, sieht das hier aus. Hier, Guerriera. Ja. Was kannst du mir sagen? Dani, die Armee sammelt Freiwillige für das Paria-Programm. Das ist die perfekte Gelegenheit für einen Überfall. Kämpf mit uns. Danke. Ja, nö, kein Interesse. Jo, ist ja gut. Ich bin Freund. Und der ist so. Ja, Junge, wieso bin ich denn jetzt hier? Lass mal raus. Hallo. Naja, mach ich schon. Ich würde die Folge an dieser Stelle beenden, Freunde. Wir machen mal pünktlich Schluss hier und dann laufen wir in der nächsten Folge die letzten 300 Meter. So, danke euch fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.